Hallo, ihr Quirlinge. Weiter geht's mit Jax in Elex 2. Kaya hat sich wieder ein bisschen beruhigt. Und wir wollen mal hören, was hier Sache ist. Moment, wo willst du hin? Du kannst dir nicht einfach hereinspazieren. Oder glaubst du, ich stehe hier zum Spaß? Ich... Unterbrich mich nicht! Striker, was erwarte ich, wenn ich rede? Ganz genau. Klappe halten. Heraus damit. Was willst du? Wer bist du überhaupt? Ich will ins Vor. Sag bloß. Los. Hör zu. Du bist keiner von unseren Arbeitern. Also ist hier Endstation. Eins noch. Unsere Wachen haben Anweisung, Unbefugte aus dem Vor zu werfen. Also spar es dir, über die Mauern zu klettern. Wir sind hier nämlich auf Zack. Oder, Striker? Siehst du? Hellwach! An mir führt kein Weg vorbei. Und jetzt Abmarsch! Na toll. Kaya, kannst du mir das bitte erklären? Lass uns in Tavar auf Erkundungstour gehen. Gut, dann aber schnell, bevor die Spione der Kleriker wieder verschwunden sind. Ich will unbedingt wissen, was sie da wollen und sie dann unschädlich machen. Da sind sie, wie ich es mir gedacht habe. Maschinen der Kleriker, Spione der Fanatiker aus der Burg. Bist du dir sicher? Ich kenne die Maschinen der Kleriker. Die dort drüben verhalten sich etwas merkwürdig. Das sieht nicht nach Erkundung aus. Wirkt eher so, als seien sie auf Angriff programmiert. Pah, wir werden es ja gleich herausfinden. Wo ist deine Kapuze? Geh du vor, ich bleibe hinter dir. Ich gehe garantiert nicht vor. Oh. Achtung! Oh mein Gott. Lauf! Weiß, wie lange das noch gut geht. Wo sind die denn? Na, warte. Okay, einen haben wir. Frank? Ich schieß zurück. Okay. Fleisch. Wir brauchen noch mehr. Da hinten ist noch irgendeiner. Kaya, bist du fit? Wie es aussieht, hattest du wohl recht. Die maschinellen Spione sind tatsächlich auf Angriff programmiert. Dass die Kleriker es wagen, uns Berserker so offen anzugreifen. Ich glaube das nicht. Die Kleriker haben momentan eigentlich ganz andere Probleme. Wir sollten uns erst einmal um die restlichen Spione kümmern, die um das Vor herumgeistern. Warum sie hier sind, können wir später noch klären. Na schön, wie du meinst. Achtung! Boah, erst 4 von 15. Scheiße. Hoffentlich ist Kroni nicht dabei. Achtung. Naja, ich habe genug Tränke. Also noch nur die kleinen. Also,
mal hier auch das Einsammeln nicht vergessen. Wo sind wir eigentlich? Wir sind da unten. Oh, ich dachte, du führst uns jetzt in das Vor irgendwie rein oder irgendwas. Aber nein, tust du nicht. Wo ist denn der Große? Der ist da auch hier. Das ist ja nur der Reißer. Ach so, diese mechanischen Dinger. Ach doch, hier, die sind die gelben Punkte auf der Karte. Verstehe. Da hinten scheint noch einer zu sein. Oben. Hä? Ach hier, der abgeschossen ist das. Stimmt. Die Punkte auf der Karte rechts oben, das sind die Überreste. Und diese komischen Dreiecke, das sind die noch lebenden Gegner. Oh je. Das schaffen wir, komm. Hier könnte man sich fast schon niederlassen. Nein, hier sind Spione, die schießen. Es sind unten auch noch welche. Oh. Die wollen uns wohl verarschen. Hä? Banditen. Was sehe ich? Das ist doch alles... Doch, tatsächlich. Das ist noch weiter hinten. Die sind weit verstreut, diese Dinger. Jetzt habe ich es verstanden. Die da in der Richtung, die ich jetzt gerade laufe, sind so weit gar nicht weg. Nee, das ist wieder nur so ein Überrest. Überrest. Überrest? Hier. Okay, da muss man lang. Jetzt aber wirklich. Also wie du mit dem Verhalten alt geworden bist, ist mir nicht klar. Es geht los. Ja. Das ist deiner. Viel Spaß. Danke, Kaya. Läuft. Ist ja eine Säuredrüse. Noch was. Ich erledige das. Das will ich hoffen. Gut. Dann noch dieser Gockel. Und dann irgendwo in Richtung Norden diese nächste große Ansammlung von diesen maschinellen... Wir bleiben mal weg. Tschüss. Den machen wir nicht. Der ist zwar alt, aber trotzdem. Kaya, jetzt tu schon mal was. Bleib hinter mir. Au! Was machst denn du? Der springt hoch und wirft mit einem Stein nach mir? Kaya? Oh, da ist er. Du bist doch bestimmt total empfindlich gegen Pfeilbeschuss, gell? Kaya, mach jetzt nicht schlapp. Der ist noch nicht mal zu... Oh, jemine. Das ist ein altes Exemplar. Alt heißt schwach. Wo ist denn hin? Ich möchte doch nur hier lang gehen. Ich renne jetzt hier vorbei an allem. Das ist alles viel zu gefährlich. Wir müssen uns mit diesen Drohnen anlegen. Die sind in Summe schon schlimm genug.
Und diese bissige Fauna. Oh oh. Er hat wieder unsere Spur aufgenommen. Ah, das ist... Oh, das ist so ein... Das ist ein Sky End. Weg damit. Also mit uns, nicht mit ihm. Sind wir hier kurz sicher? Oh, Kaya, wenn ich dich nicht hätte. Echt. Oh, das ist ja noch ganz weit weg. Es ist ja einfacher, wenn wir den da machen. Gut, dass ich das irgendwann auch mal sehe. Die sind hier unten, aber in der Gegend ist es auch mega gefährlich. Das wissen wir ja. Nichtsdestotrotz, es ist Kayas Quest. Oh, da unten kämpft jemand gegen irgendwas. Wir werden ihm beistehen, so gut wir können. Es wird keinen großen Unterschied machen, aber der braucht auch gar keine Hilfe. Was war denn das? Ein Kritter. Wer bist du? Hi, Caleb. Du kommst gerade richtig. Gestatten, Caleb, Händler deines Vertrauens. Greif zu, solange der Vorrat reicht. Oh, rasier dir bitte diesen Bart weg. Warum handelst du nicht im Vor? Das habe ich den Wachen zu verdanken. Ich komme aus der Kraterstadt und das schmeckt ihnen nicht. Immerhin haben sie mir erlaubt, hier mein Zeug unter die Leute zu bringen. Warum hast du den weiten Weg auf dich genommen? Prophet, im Krater weißt du nie, ob deine Kasse noch da ist, wenn du Feierabend machst. Zu viele lange Finger, sage ich dir. Leider ist es so, dass mein Kundenstamm begrenzt ist. Hauptsächlich kaufen bei mir die armen Schweine ein, die auf den Feldern schuften. Problem ist nur, dass die kaum einen Splitter in der Tasche haben. Und die Wachen decken ihren Bedarf im Vor ein. Sobald die Kasse halbwegs stimmt, ziehe ich ab. Eine goldene Zukunft sehe ich hier für mich nicht. Mhm. Was hast du im Angebot? In meinem Sortiment findest du Waren aus aller Welt. Und das Beste an der Sache sind meine Preise. Weißt du auch warum? Du gibst mir einen Rabatt? Willst du mich ruinieren? Ich biete mein Zeug zum handelsüblichen Marktwert an. Kein Nachlass, kein Bonus, kein gar nichts. Ich dachte, deine Preise sind die besten. Das hast du falsch verstanden. Der Vorteil ist, dass sie stabil sind. Ich ziehe niemanden über den Tisch. Nebenbei bemerkt, würde nur ein vollkommener Trottel in meiner Situation behaupten, er könne dir Sonderkonditionen einräumen. Und jetzt sag selbst, sehe ich aus wie ein Trottel? Naja. Ich sollte aufhören, diese Frage zu stellen. Du bist schon der Dritte, der so antwortet. Egal. Jetzt habe ich mich völlig verrannt. Wenn du dir mein Sortiment ansehen willst, gib Bescheid. Also, in einem Open-World-Spiel mit einem Händler zu quatschen, während eine Pestratte einem um die Füße rennt und dann hört man einen anderen im Hintergrund sagen, das Vieh hole ich mir. Also, wenn ihr eine solche Situation erlebt, dann wisst ihr, dass ihr seid in einem Piranha-Bytes-Spiel. So etwas kommt in anderen Spielen nicht vor. Das Vieh hole ich mir. Zeig mir deine Ware. Das ist genial. Selbstverständlich. Contenance. Ich habe einen Bedarf an Bolzen, glaube ich. Dann können wir mal den Reißer ausprobieren. Der macht ein bisschen mehr Schaden. Der Rest interessiert mich gerade nicht so. Schrott. Schrott verkaufen. Immerhin 384 wieder. Handel akzeptieren. Eine Sache noch, bevor du abhaust. Denk an mich, wenn du mal wieder in der Gegend bist. Ich kann deine Splitter besser gebrauchen als die verwöhnten Typen da oben. Also, mach's gut.
steckst das Ding weg oder ich... Jetzt gibt's Ärger. Mach doch keinen Stress, wenn ich mit dem mich in einem Kampf befinde, ey. Oh. Das Vieh hole ich mir. Okay, wo ist es denn jetzt gelandet? Den hat, das war der Kritter. Und diese komische Pestratte? Das weiß niemand so genau. Aber da unten geht's weiter. Ich möchte vorher gerne mal den Reißer ausprobieren. Und lege den auf die 2. Hab dann 250 Bolzen. Haben wir ein Lagerfeuer hier irgendwo zum Fleischbraten? Wer bist du denn eigentlich? Olaf. Ey, du! Ey, darf ich dich mal kurz stören? Ich wollte gerade sagen, ich spreche dich jetzt nicht an. Was willst du? Ich hocke hier schon seit einer Ewigkeit. In der Nähe ist ein verdammtes Rattennest. Die Biester sind immer hungrig und bedrohen die Arbeit auf unseren Feldern. Und ich darf die Scheiße jetzt ausbaden. Bevor die Pestratten nicht erledigt sind, darf ich nicht nach Hause. Mhm. Warum kümmerst du dich nicht selbst um die Ratten? Pass auf, die Ratten und ich hatten keinen guten Start. Wir haben eine gemeinsame dunkle Vergangenheit. Aber du siehst so aus, als ob dir sowas nichts ausmachen würde. Kannst du dich nicht um die Ratten kümmern? Ich werde dich auch bezahlen. Wir hatten eine gemeinsame dunkle Vergangenheit. Erzähl mir mehr über deine Vergangenheit mit den Ratten. Na gut, wenn es unbedingt sein muss. Muss es. Ich war nicht immer Berserker, weißt du? Vor vielen Jahren habe ich mich als Outlaw durchgeschlagen. Aber unsere Baracken waren nicht wirklich dicht. Jede Nacht kamen die Viecher, um sich in meinem Schlafsack aufzuwärmen. Einfach ekelhaft. Ich glaube, ich möchte nicht weiter drüber sprechen. Verstehe. Warst du zu diesem Zeitpunkt in dem Schlafsack selbst drin? Oder? Ich verstehe das alles nicht. Ich möchte es auch gar nicht verstehen. Woher kommen die Ratten? Die suhlen sich da hinten in dem Matschloch. Also immer der Nase nach. Na gut, dann kümmere ich mich um deine Pestratten. Du ahnst nicht, wie sehr du mir damit hilfst. Zeig den Viechern, wo der Hammer hängt. Mission Rattenplage. Ja, das machen wir bei Gelegenheit. Aber eigentlich steht mir der Sinn gerade nach den Spionagedrohnen und Zeug. Die eine... Ah, hier ist die... Okay, gut. Also nur Viecher, die wir selber tothauen, werden als X auf der Karte angezeigt. Aber was habe ich hier? Moment. Bleib mal stehen. Ich muss ja irgendwie... Okay. Ich bin da. Sie hat weniger Heiltränke. Ich verbrauche gerade mehr, als ich finde. Aber 2 sind weg. Und die Schießerei mit der Armbrust ist ganz anders. Aber ich glaube, die ist auf Dauer besser. Was? Vorsicht! Okay, danke, Kaya. Achtung, Kaya! Oh, Scheiße! Ich bin sowas von tot. Kaya, kriegst du ihn alleine hin?
So macht man das. Diese Robots sind ganz schön hartnäckig. Oh ja. Man sollte diesen Fanatikern ihren eigenen Schrott zu fressen geben. Wir kriegen das schon in den Griff. Irgendjemand hat sie also gekapert. Aber mit welcher Absicht? Um mich zu ärgern. Lass uns den Rest auch noch erledigen. Dann sehen wir weiter. Ja. Okay. Meine Reden? Servomotor. Beschädigtes Albschwert. Ja, das war seine Waffe, genau. Der hat mir mächtig eine reingezwiebelt. Eieiei. Da hinten? Ist da noch einer? Oder wie? Das gelbe Ding? Ist das schon abgeschossen? Nein, natürlich nicht. Ich wollte gerade trinken. Der hat aber auch ein Zielwasser gesoffen, dieses Vieh. Meine Güte, Kaya. Ich wollte doch fliehen und so. Und das Vieh hat immer getroffen mit jedem Schuss. Scheiße. Neuer Versuch. Ein Schuss aus dem Hinterhalt haut sie erstmal um. Kaya, machst du was? Okay. Kaya, das war echt ganz toll gerade. Ich kann, wenn ich ausweiche, nicht nachladen. Das ist total logisch, aber dann wird das Nachladen unterbrochen. Und der hatte dieses Problem nicht. Da drüben ist noch einer. Also, pro Drohne ein Heiltrank. Klasse. Aber ich habe ja viele gefunden, angeblich. Becher. Wein. Ah. So, die hier waren, sind alle weg. Es gibt noch ein letztes... Boah, scheiße. Wir müssen erstmal irgendwie versuchen, da hinzukommen. Ich möchte die Quest ganz gern machen. In dieser Episode. Irgendwie. Auch wenn es weh tut. Und ja, es tut weh. Und um Olafs Rattennest kümmern wir uns später mal. Ah, da ist ein Lagerfeuer. Da kann ich mal Fleisch durchbraten. Das hilft ein bisschen. Ich möchte gerne das alles braten. Danke. Dann schau dich mal hier in deinem Inventar um. Was für Fleisch haben wir jetzt? Wir haben das auf der 8, genau. Das Rattenfleisch. 35. Ist alles gleich gut. Und ist mal eine gegrillte Ratte. Und wir machen uns auf den Weg. Hier durch diese Setzerfarm.
Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob das so eine gute Idee war, die Outlaws nicht komplett von hier zu vertreiben. Wie meinst du das? Wir haben ihnen unsere Rüstungen gegeben, sie wie Berserker angezogen und lassen sie unsere Setzlinge pflegen. Das heißt aber nicht, dass sie wirklich Berserker sind. Ich weiß einfach nicht, ob wir diese Grobmotoriker wirklich an unsere heiligsten Pflanzen lassen sollten. Das ist alles. Verstehe. Da gibt's einige Bedenken. Aber mit derlei beschäftigen wir uns später. Es ist ja ein Wunder, dass hier so viel Wasser ist. Weiß nicht. Meinst du, die paar Büchsen und Wasserschläuche reichen? Nein, reichen sie nicht. Natürlich, den Rest kriegen wir unterwegs. Ich erledige das. Ja, das will ich hoffen, weil ich kann's nicht. Oh, oh! Wo bist du denn? Ja, brennt weg. Wieso kriege ich eigentlich kein Fleisch aus diesem Vieh? Ah, vielleicht wollen wir es auch gar nicht essen. Das ist noch ein gutes Stück. Aber hier sind überall Wege. Vielleicht ist es ja nicht ganz so gefährlich. Sagte er, bevor er schreiend um die nächste Ecke rannte. Ja, wie, wo, was? Hast du Lust, eine kleine Pause zu machen? Jetzt schon? Ach, vergiss, dass ich gefragt habe. Eigentlich geht's noch. Ah ja, du hast mehr geleitet als ich. Das ist mir schon klar. Aber vielleicht schaffen wir es ja doch noch zum Stern. Das ist nur ein Schakal. Zusammen schaffen wir das. Nein, schaffen wir nicht. Pestratte. Achtung! Das ist kein Schakal, das ist ein Hornwolf. Ich weiß nicht, ob das besser ist. Boah, wie wenig Schaden ich mache. Und wie viel Schaden Kaya macht. Hä? Er lebt noch. Oh, noch einer. Die Ratte ist down. Wo ist Kaya? Ist die auch down? Oh. Waren zwei Hornwölfe. Du kommst ja nicht hoch. Aber ich komm runter. Scheiße. Kaya, steh wieder auf. Ich hab... Also die Kante ist aber auch echt... Oh, scheiße. Irgendwas hat mich erwischt. Irgendwas, was Hornwolf heißt. Kaya, geht's wieder? Kaya! Ah. Bleib mal schön stehen. Boah, der kann da hochhüpfen. Das finde ich nicht gut. Baum ist im Weg. Achtung! Ja! Jetzt hat ein letztes horniges Stündlein geschlagen. Ja, sieh dem Tod ins Gesicht, Hornwolf. Der nächste Schuss ist mir ein Vergnügen. Hui.
Oh, schlimm. Und dabei will ich die gar nicht bekämpfen. Ich will ja nur zu dem Ort, wo noch viel schlimmere Gegner sind. Naja, schlimmer vielleicht nicht, aber zumindest zahlreicher. Ah, das ist nur eine Ratte. Und wir erreichen dieses... Achtung! Was? Bleib hinter mir! Gut. Ach, von den Viechern füttern wir Fleisch. Aha. Ich würde lieber einen Hornwolf verspeisen. So von der optischen Anmutung her. Jetzt wird's wieder arg dunkel. Ach so, Taschenlampe. Ja. Taschen. Wo kommt denn die her? Irgendwoher kommt Licht. Vorsicht. Okay, ja, jetzt wird's echt zappenduster hier, wo wir die letzten Spionagedrohnen ausschalten wollen. Übel. Oh nein. Oh nein. Es ist ein Hornwolf. Es ist ein Hornwolf. Ein Hornwolf. Ah, der ist ja schon da. Kaya, halt durch. Ich schieße im Minutentakt. Kaya, der hat dich, oder? Ich erledige das. Nee, noch nicht. Gut. Wo ist er? Oh. Das war's mit ihm. Ich habe ihn gut abgelenkt, gell, Kaya? Sag mal. Ey, Hornwölfe machen mir keinen Spaß. Reiß mal ins Fleisch, in irgendeins. Und dann, wie weit ist es denn noch? Oh je, wir müssen einmal hier quer durch. Oh. Du Angeber. Mit deinem Bogen kann ich das auch. Hey. Was? Hey. Ich würde sagen, das war ein ganz enges Höschen, was? Machst du das immer so? Nur donnerstags. Aber ich dachte, ich mache heute mal eine Ausnahme. Welchen Wochentag haben wir denn gerade? Fuchs oder Wölfen, was hast du gerade gemacht? Wer bist du? Nenn mich Fox, so wie alle anderen auch. Ich bin Krieger, der Berserker. Fast jedenfalls. Warum fast? Ach ja, die Leute im Fort würden sich vermutlich wohler fühlen, wenn ich auf ewig ein Werker bleibe. Ach Quatsch, du verarschst mich. Du kennst Kaya? Ich hatte befürchtet, dass das jetzt kommt. Ach, sieh an, sie kann ja sprechen. Ah, sehr gut. Dann sind wir in bester Gesellschaft. Bist du oft im Fort? Öfter, als ich gerne möchte, aber oft genug, den Leuten gehörig auf den Zeiger zu gehen. Was ist das Problem? Ich würde das so bezeichnen. Meine Vorgesetzten kriegen immer gleich Fußpilz, wenn ich meine Tour durchziehe. Mit dem Ergebnis, dass ich bei den Erzberserkern herumgereicht werde wie eine heiße Kartoffel.
Keiner scheint so recht die Verantwortung für mich übernehmen zu wollen. Verstehe. Du bist ein Rotzlöffel. Anderen nach der Pfeife zu tanzen ist nicht so dein Ding, oder? Du meinst diese Sache mit der Ehre eines Kriegers, Pflichtbewusstsein, Dienst schieben für die Gemeinschaft und so ein Zeug? Tja, irgendwie will dieser Blödsinn nicht in meine Birne. Mhm. Wie ist dein richtiger Name? Ja, das würdest du gerne wissen, was? Aber ich denke, das behalte ich besser für mich. So schlimm? Unwichtig. Nenn mich einfach Fox, okay? Bist du allein hier draußen? Ich war mal vor einiger Zeit Teil eines Spähtrupps, der die Gegend ums Fort herum säubern sollte. Aber um ehrlich zu sein, das ging nicht lange gut. Mein Erzberserker hatte an meiner Art, die Dinge anzugehen, immer was auszusetzen. Als ich ihm dann meine Meinung gegeigt hatte, fand er meine Reaktion nicht so lustig. Die Strafwache auf dem Aussichtsturm war nicht das Problem. Aber die Woche im Bau, nachdem ich ihm zur Belohnung in die Stiefel... Naja, ich bin effektiver, wenn ich mich auf meine eigenen Fähigkeiten verlasse. Wie das aussieht, habe ich gesehen. Tja, manchmal ist eben auch Donnerstag. Jagst du auch in der Nähe der dunklen Türme? Du meinst, wo die ganzen freundlichen Biester rauskommen? Nicht wirklich. Bisher habe ich immer versucht zu vermeiden, ihnen zu nahe zu kommen. Ich weiß, wir Berserker sind dazu angehalten, diese Biester daran zu hindern, unser Land zu überlaufen. Aber ehrlich gesagt, ist mir mein hübscher Hintern zu schade, um von ihnen veredelt zu werden. Aber so wie du aussiehst, hattest du schon öfter mal Bekanntschaft mit dem putzigen Tierchen gehabt, was? Du wirst sicher ein guter Waffengefährte, wenn du nicht so ein undisziplinierter Sack wärst. Ich weiß nicht. Ich habe kein so gutes Händchen für sowas. Mein letzter Waffengefährte, an den ich mich erinnern kann, fiel in eine Schlucht. Rums und weg war er. Ich habe ihn seitdem nicht wieder gesehen. Aber hey, muss bei dir ja nicht so laufen. Wie auch immer, du kriegst das schon auf die Reihe. Das mit der Waffe und so, meine ich, ne? Ich denke schon. Na also, dann ist ja alles in Butter, was? Nee, warte mal, doch nicht. Mir war gerade so, als hätte ich schon erwähnt, dass ich lieber allein meine Tour durchziehe, oder? Außerdem, ich habe dich noch nie wirklich in Aktion gesehen. Das bisschen Gerangel da vorhin. Du Vogel, zweifelst an meiner Kampfkraft? Zu Recht. Okay, pass auf, ich habe da eine Idee. Ich weiß ja nicht genau, wo du herkommst, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass es sich in der näheren Umgebung, wie auch immer. Wir sind also quasi Nachbarn. Mehr oder weniger. Genau, also, wie wär's, wenn wir uns gegenseitig ein bisschen unter die Arme greifen? So als Nachbarschaftshilfe. Wir zwei rennen mal ein bisschen durch Tavar und kloppen ein paar Viecher um. Dann werden wir sehen, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Du willst jagen gehen? So direkt würde ich das nicht nennen. Ich würde sagen, wir säubern hier mal so ein bisschen die Gegend. Natürlich nur, falls nötig. Okay, das machen wir dann irgendwann mal. Naja. Wer weiß, was passiert, wenn ich mich nicht um die Bastion kümmern würde. Wie kommst du jetzt auf den Gedanken? Mal ehrlich, was sollte das denn jetzt? Ja, eben. Aber schön, dass Fox uns zu einem verfrühten Sonnenaufgang verholfen hat. Das finde ich echt gut. Der steht hier irgendwo rum. Wo ist eigentlich sein erschossener Wolf? Ach, es ist seiner. Der wird böse, wenn wir den ausnehmen. Aber auch irgendwie unsympathisch. Da hinten ist eine Straße und da ist ein mechanisierter Arsch. So,
Um den da mache ich mir mehr Sorgen. Oh. Wow. Cool. Ohne einen Kratzer. So langsam weiß ich, wie ich mit der Armbrust umgehen muss. Der da. Das war ein Hinterhältiger. Los. Der war nervig. Fleisch. Wo liegt er? Da. Aber Kaya, gleich haben wir's. Gleich ist deine Sache erledigt. Noch einer, wenn ich mich nicht irre. Da bin ich gespannt, wie es weitergeht. Was ist das da? Was ist das da links oben am Himmel? Klerikerschrott. So, wie sieht es jetzt aus? Ich denke, wir haben alle maschinellen Spione erledigt. Juhu! Verfluchte Blechdosen. Am liebsten würde ich... Ja? Die Kleriker haben nichts damit zu tun. Jemand hat ihre Maschinen umgepolt. Ach ja? Und da bist du dir ganz sicher? Ich habe mir die Dinge mal genauer angesehen. Wie ich schon vermutet habe, sind sie umgepolt worden. Die Kleriker selbst stecken jedenfalls nicht hinter diesen Angriffen. Na gut, ich werde deinem Urteil vertrauen und werde das jetzt nicht weiterverfolgen. Trotzdem hoffe ich, dass so etwas ein Einzelfall bleibt in Tavar. Wie auch immer, ich danke dir für deine Hilfe. Mhm. Gern geschehen. Du kannst auf mich zählen. Wenn du wieder einmal so eine Sache verfolgst, dann gib mir Bescheid. In Ordnung, das werde ich. Geht's dir gut? Ich bin okay. Noch ist es kaum abzusehen, ob es in einem alles entscheidenden Krieg gegen die Fremden endet. Doch wir müssen vorbereitet sein. Mhm. Okay. Sie bleibt bei uns, finde ich gut. Besser als Fox. Aus vielerlei Gründen. Was ist das, Erfind? Was ist das? Ein Flugscheusal. Ja. Habt ihr die vielen... Segment in seinem Lebensbalken gesehen? Der hier hat nur eins. Bleib hinter mir. Ich möchte mal ganz gerne das hier aktivieren. Alter Windpark, damit wir hier auch wieder hinkommen. Aber dann... Tja, ich möchte ja eigentlich ins Vor, aber so richtig, aber sowas von ins Vor. Die Frage ist, wie mache ich das denn? Was sagt denn das Questlog zum Thema Vor? Tavar, Zutritt ins Vor. Die Torwache Gardar lässt mich nicht ins Vor der Berserker. Ich könnte mich unterhalb des Vors mal umhören. Wenn ich dort jemanden finde, der mir einen Auftrag erteilt, der ins Vor führt, sollte ich die Torwache passieren können. Ah, verstehe. Dann ist ja jetzt Olafs Rattenplage doch wieder relativ weit oben auf der To-Do-Liste. Denn das ist ja ein Auftrag hier unten. Der klingt auch machbar, wenn Kaya dabei ist. Und ja, das da unten ist sowieso interessant, sich mal anzuschauen, diese Setzerfarm. Wir werden schon jemanden finden, der uns ins Vor schickt. Und dann möchte ich Gardar mal hören. Und überhaupt, wir hatten schon Zutritt zum Vor, der war Gardar noch nicht mal in Tavar. Na, das will ich mal festhalten. Aber irgendwie erinnert sich überhaupt niemand an uns. Auch nicht, dass wir Kayas Partner sind, das ist auch vollkommen unbekannt, weil die ist ja hier prominent. Naja, Olaf. Du und deine Ratten, um die kümmern wir uns im nächsten Teil. Bis dahin.